Hallo meine lieben Freunde, wir sind wieder zurück zu einer weiteren Folge von Age of Pirates. Immer noch in der Residenz auf Jamaika, bei unserem guten Freund hier, dem Gouverneur, der uns ja jetzt endlich vertraut. Und wir müssen uns jetzt so auf eine Art Reise machen und vier von den Korsaren-Bossen abklappern, damit die uns helfen, den holländischen Hafen auf Curaçao anzugreifen. Und dazu müssen wir dann nach La Vega, auf Hispaniola, nach Antigua, nach Bermuda und nach Trinidad und Tobago. Nee, aber da müssen wir jetzt die vier Siedlungen hier abklappern. Und das würde ich vorschlagen, machen wir auch mal schnell. Ich denke, ich werde die ganzen Reisen halt wie immer so ein bisschen skippen, ne? Dass da nicht so viel Langeweile zwischendrin ist. Wir haben auch einen guten Offizier jetzt hier mittlerweile, was mich auch sehr freut. Wir haben, wie wir ja schon in der letzten Folge gesehen haben, jetzt eine ziemlich volle Crew, würde ich sagen. Das ist echt ganz nice. Jetzt ist halt die Frage, ob der eine oder andere mich vielleicht nicht leiden kann, weil der eine dann eher ehrenhaft ist und der andere nicht und sich das dann nicht deckt mit unserem Spielstil. Aber ich denke, das wird schon passen. Falls nicht, dann... Oh lol, die Frames haben ja gerade einen harten Abgang gemacht. Falls jetzt... Oh lol, wir haben... Okay, wir sollten nochmal zurück. Nicht sofort Charles zum Port Royal. Weil wir haben eine kaputte Kanone. Mein Gott, sprechen ist manchmal nicht so einfach. Und wir haben auch noch kaputte Segel, habe ich gerade gesehen. Wie gesagt, irgendwie der einzige Vorteil, dass wir hier so ein Kackschiff haben, ist, dass es irgendwie nichts kostet, das Ding zu reparieren. Ich hätte gerne eine Kanone. Warte mal, 8 Pfünder haben wir, ne? Wir haben auch Kanonen und keine Kloverinen, wenn ich mich richtig erinnere. Kaufen wir mal einen 8 Pfünder und joggen den mal ins Schiff direkt rein. Zack. Fix all. So. Jetzt sind wir auch wieder topfit dabei. Können das Ganze auch mal direkt saven hier. Zack, zack. Und ab zum Port. Und mal schnell auf die Map gucken. Wir sind auf Jamaika. Wir müssen einmal nach La Vega, einmal nach Bermuda, einmal nach Trinidad. Ah ne, Trinidad ist Englisch, ja. Trinidad und nach Antigua. Dann würde ich vorschlagen, machen wir es so. Das heißt, wir sehen uns jetzt gleich auf La Vega wieder. Bis gleich. Ciao. So, wir sind in La Vega angekommen, meine lieben Freunde. Mir ist gerade aufgefallen, unsere Crew-Zahl, Anzahl, whatever, hat ganz schön gelitten. Wir sollten uns mal ein bisschen Medizin besorgen. So, nochmal checken, mit wem wir hier genau reden müssen. Edward Mansfield, Buccaneer Settlement. Ich vermute mal, das wird er sein. Ja. Also, er hört uns zu und wir sagen ihm halt, dass wir auf Befehl des Gouverneur-General Sir Thomas Modiford von Jamaika hier sind. Und er sagt, er hört sehr genau zu. Und ja, wir sagen ihm jetzt, dass wir halt so ein Freibeuter-Squadron gründen sollen, um die holländische Stadt auf Curaçao anzugreifen. Und er fragt halt, warum. Und er meint, dass die Engländer die Holländer nicht angreifen würden, aber das stimmt ja nicht. Wir sind ja aktuell im Krieg. Aha. Genau. Und jetzt antworten wir halt, England und Holland sind inmitten eines weiteren Handelskriegs. Und die britische Kriegsflotte hat die holländische an den Stränden Europas angegriffen und wurde zurückgeschlagen. Aber trotzdem. Danke für die Information, das wusste ich nicht. Also kooperierst du? Er will nicht kooperieren wegen des Gouverneur-Generals von Jamaika. Und wir sagen, dass die Antwort ein bisschen merkwürdig ist. Und er meint, es ist nichts Merkwürdiges dabei. Ah.
Sein echter Name ist nicht Edward Mansfield, sondern etwas Edward Mansveld. Also er ist Holländer. Aber er ist ein englischer Freibeuter unter dem Schutz von Thomas Modiford. Also kann er diese Anfrage gar nicht ablehnen. Wir können denken, was immer wir wollen. Er hat wirklich einen englischen Freibeuterbrief. Aber das heißt nicht, dass er seine eigenen Gefolgsleute angreift. Er hat seine Antwort gegeben. Ich habe nichts mehr zu sagen. Bis dann. Okay, du hast nichts mehr zu sagen. Also bis dann. Naja, das ist ja schon mal klasse gelaufen. Aha. Okay, also er hat es abgelehnt. Gut. Dann nochmal schnell in die Taverne. Vielleicht eine Nacht da pennen. Je nachdem, er hat kein Team für uns. Das ist ein bisschen schade. Aber kann man nichts machen. Ab in den Store, ein bisschen Medizin besorgen, weil das unsere ganze Crew verreckt, ist natürlich nicht so ideal. It is always welcome here. Genau. Okay, die verkaufen Medizin zu einem teuren Preis, aber was will man machen? Die knapp 1000 können wir mal spenden, denke ich. Rum kann man mal wieder ein bisschen auffüllen. Der Rest... Ja, ist fein, denke ich. Wir können den Kakao mal verkaufen, auch wenn wir hier nicht viel Geld dafür bekommen, aber egal. Cobra können wir hier nicht verkaufen. Haben wir noch was, was wir an Bord haben, was wir verkaufen können? Sklaven. Ja, wir kriegen auch ganz schön viel für die Sklaven. Okay, gut. Da haben wir schon quasi Gewinn mit der Aktion gemacht. Ist natürlich ganz praktisch. So. Dann machen wir uns mal auf den Weg nach Bermuda. Genau, Bermuda war's. Also wieder eine Piratensiedlung. Wo saven wir den ganzen Lachs? Wir saven den ganzen Lachs hier. Und ja, Leute, dann sehen wir uns gleich bis Bermuda, ne? Pff, mein Gott, ich kann nicht reden. Dann sehen wir uns gleich in Bermuda. Bis gleich. So, angekommen auf Bermuda, gehen wir mal direkt zu dem Dude und questionen den mal. Also er begrüßt uns. Er ist immer happy damit, einen englischen Freibeuter auf seiner Insel zu sehen und fragt, wie er uns helfen kann. Und wir sagen, dass wir einen Job für ihn haben, für den Gouverneur General auf Jamaika. Er interessiert sich, wir sagen ihm die Nummer mit Curaçao. Und er sagt, das klingt verlockend, aber er muss ablehnen. Aha. Er hat ein bisschen Angst vor den Bewaffnungen der Holländer und den Soldaten. Und wir argumentieren, dass er nicht so sehr Angst vor den Spaniern zu haben scheint. Wovor er Angst hat, ist der Zustand seiner Leber. Aber das mit den Spaniern, was Krieg anzufangen, ist quasi mehr oder weniger heilig. Aber das holländische Blut zu vergießen, wird nicht so einfach sein. Und wir müssen das ohne ihn machen. Vielleicht denkt er nochmal drüber nach. Aber er meint, macht er nicht. Er lehnt ab. Und wir sollen Modiford seine Grüße ausrichten. Okay. Also wir sind jetzt gerade 0 for 2, ne? Nur mal so. So nebenbei. Also, läuft nicht, ne? Läuft nicht. Okay. Mein Gott, und wieder niemand da. Ey, es ist fast schon ein Meme, ne? Es ist fast schon ein Meme. Wir finden irgendwie nie eine Taverne, wo man ein paar Leute da hat. Echt schon schlimm. Nee, ich will keinen anderen Captain anfragen. Lässt du mich mal bitte durch? Danke. Wieder ein Captain. Ja, okay. Also kein Offizier hier. Schade, ich hatte ein bisschen die Hoffnung. Gut. Naja, dann geht das Ganze ja doch ganz schön relativ schnell, sag ich mal so. Jetzt nach Antigua. Bis gleich. We'll be right back.
schnell rübergefahren nach Antigua. Jetzt mal gucken, was der Boy hier sagt. Vielleicht hilft er uns. Warte mal, müssen wir den Gouverneur ansprechen? Ich weiß es gar nicht. Also Jackman hat abgelehnt, Curaçao anzugreifen. Haben wir eben schon erfahren. Aha, Henry Morgan auf Antigua. Warte mal, Henry Morgan? Henry Morgan? Der Henry Morgan? Der Pirat Henry Morgan? Mit dem wir schon mal zu tun hatten? Lol. Nee, danke. Kein Interesse. Warte mal. Der Henry... Mein Gott. Ich hab doch keinen Bock jetzt mit euch zu sprechen. Aber warte mal. Mit Henry Morgan hatten wir aber gesprochen und nicht in Antigua. Ich weiß noch, wir waren... auf einer spanischen Insel dafür. Oder auf Jamaika? Wo finden wir denn hier Henry Morgan? Warte mal, bin ich jetzt geistig verwirrt? Henry Morgan at Antigua St. John's. Ja. Wo ist Henry Morgan? Das ist doch die Frage, Leute. Was ist denn das hier? Port Control, da werden wir bestimmt nicht finden. Ah, zur Not in die Taverne, ne? In der Taverne kann man halt immer... Ah, Morgans Residenz. Die ist zu. Why in the hell ist die zu? Nicht in den Store. Taverne. Ansonsten muss ich halt nachlesen gehen. Ist halt dann so... ich habe keinen Bock. Habt ihr Leute? Alter, what? Weißt du, entweder findet man gar keinen, wirklich nicht einen Menschen, der mit einem segeln will. Oder man findet 1000. Naja. Du bist wahrscheinlich... Aha, er hat eine Karte für uns. 32.000, ne danke. Das sind Schmuggler. What do they know? They know nothing. Das sind irgendwelche Kapitäne. Okay, also kein Offizier hier anscheinend. Schade. Warte mal, ich wollte doch den Typen fragen nach Henry Morgan. Bin ich echt bescheuert? Ich vergesse einfach. Nein. Ich habe keinen Bock auf dich. Also da können wir ihn nicht fragen. Okay, der will Geld, wenn er irgendwas erzählen soll, irgendwelche Gerüchte oder sowas. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen belastend. Gut, dann bin ich mal kurz eine Sekunde weg und schau, wo wir Henry Morgan finden. Bis gleich. Okay, ich habe nachgeguckt und wir sollen einen Underground Passage benutzen, um in Morgans Residenz zu kommen. What in the hell? Underground Passage. Ich habe überhaupt komplett erstmal vergessen, wo die war. Ich glaube, die war hier, ne? Genau. Die ist zu. So. Jetzt die Frage, wo ist der Underground Passage? Also das hier ist nur ein Store. So ein Dungeon. Soll das anscheinend sein. Die Kirche, die bringt uns nichts. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir suchen. Das ist die Residenz. Die brauchen wir auch nicht. Dann, keine Ahnung, mal in den Dschungel rennen oder so. This game sometimes. Gibt einem halt wirklich keine Hinweise so. Also, ist halt schwierig so. Wenn ich es nicht nachgucken würde, wäre ich halt komplett ratlos so. Ausgeschlossen. Oh lol. Was für ein Lag. Ehre. Hier ist noch ein Haus. Gehen wir mal hier rein. Okay. Hier wird es auch nichts geben. Vermute nicht, dass man da in einen Untergrund-Dungeon kommt über so ein Haus. Ist schon wunderbar. Warte mal, hier kommen wir zur Kirche wahrscheinlich. Nicht mal das. Okay, irgendwo muss ja nochmal hier der Dschungel sein. Wo ist der Dschungel?
Get me to the jungle. Hier ist die Bank. Ah, hier. Was ist das? Nichts. Exit to jungle. Du bist mein Kämpfer. Ansonsten muss ich mir das nochmal genau angucken. St. John's Fort. Ja, hier wird es ganz sicher nicht sein. I'm so confused. Jetzt geht mal das Ganze mal ein bisschen schneller. Okay. Ja, die Dudes sehen ja freundlich aus. Hallöchen. Okay. Das ist eine sehr überraschende Entwicklung, dass die uns angreifen. Und den haben wir eiskalt abgeknallt. Und den abgestochen. Nein! Schreit einfach auf Deutsch. Okay. Gönnen wir uns mal sein Stuff. Whatever. Ja, nehmen wir doch mit hier. Wir kommen von da. Also gehen wir mal jetzt hier lang. Also wir sind jetzt links. Also wir müssen, wenn wir zurücklaufen, müssen wir rechts lang. Oh Gott. Das wird so verwirrend. Cape Boon. Sieht aber auch nicht nach einem Underground Dungeon oder so einem Shit aus hier. Also wir kommen von rechts. Das heißt, dann gehen wir jetzt mal links. Das heißt, wenn wir zurückgehen wollen, einfach geradeaus. Lol, was ist hier los? Und die Frau sieht sehr so aus, als ob sie gefangen genommen wird oder so. Helfen Sie mir. Diese Bestien. Warte mal. Hallo, ich will die Frau retten. Habe ich die falsche Antwort? Okay, ich habe die falsche Antwort gegeben. Macht mit ihr, was ihr wollt. Ignoriert mich einfach. Was für ein Held. Decrease to regular sailor. Oh Mann. Okay, also die wollen uns wieder töten hier, die drei. Na, Heavy Attacks kann ich. Oh, 100 Damage gemacht. Heavy Attacks sind der Way to go, Alter. Da ja, habe ich eventuell unsere Reputation jetzt gerade ein bisschen ruiniert mit der Aktion. Naja. Passiert. Nehmen wir mal alles mit. Okay, ich habe jetzt schon wieder keinen Plan, wo wir sind und wo wir lang müssen. Okay, das sieht so aus, als ob wir von hier kommen. Das heißt, wir müssen weiter geradeaus. Ah, hallo. Grotto. Ich vermute, ja, das sieht Untergrund Dungeon-mäßig aus. Okay, hier hat irgendjemand sein Schwert gezogen. Oh lol. Das sind Skelette, what? Und mein Typ stirbt. Und ich sterbe. Und mein Typ stirbt hart. Nein! Ich muss ihn retten. Aber ich werde gestunlockt. Wow. Really? Der ist an ein paar Skeletten verreckt, der Dude? Skelette, die jetzt nicht mal unbedingt sonderlich stark sind? Krass. Und wir wissen ja nicht mal, ob das hier richtig ist überhaupt. Gebt mir all euren Stuff. Warte ab, jetzt sind wir hier einfach falsch oder so. Ah, da ist eine Chest. Eine leere Chest. Stark. Ja, und jetzt? Könnt mir doch nicht sagen, dass das jetzt hier alles war. Also wenn das alles war und mein Mate jetzt dafür gestorben ist, reload ich. Weil das ist Schwachsinn. Gut, Age of Pirates, wie du willst. Dann, ja. Ich werde nochmal kurz nachschauen, wo man da den Eingang finden soll, weil da war er gerade ganz sicher nicht. Bis gleich. Aha, Leute. Dungeon. Oh Mann, ey. Manchmal ist es echt hart. Einfach direkt neben dem Haus. Man kennt ihn.
steht halt auch. Alter, what the fuck, hier ist schon wieder so dunkel. Lol. Hier steht halt, es steht halt auch nirgendwo was im Internet, aber das erklärt es mir jetzt auch warum. Hilfe, ich sehe wieder nichts und mein Mate steht halt wieder mitten im Weg. Warte mal, ich kann mich aber Aufnahmebildschirm orientieren. Ehre. Wir müssen geradeaus. War da noch ein Weg? Ne. Das ist so lost. Der Bildschirm ist halt echt dunkel so. So. Alter, wie weit geht das denn hier bitte? Aha. Hier lang? Okay. Das ist eine Sackgasse. Pretty clearly. Wann kann man hier irgendwo lang? Weinkeller. Ehre. Erstmal ein Saufen. Gibt's denn keine Feinde oder so? Ich meine, eben gab es ein paar Skelette so, aber jetzt irgendwie. Okay, ich bin ehrlich, ich habe mich schon komplett verlaufen. Lol, eine Kiste. Eine leere Kiste. Hm. Oh, das ist doch alles verwirrend hier. Also ich glaube, ich würde nicht mal mehr den Rückweg jetzt finden, glaube ich. Hier ist der Weinkeller wieder. Da ist auch zu. Hier vielleicht? Oh ne, ich glaube, hier waren wir schon. Muss das denn immer so alles hier so verwirrend sein, Leute? Lol, und hier ist wieder der Weinkeller. Sagt man, wollt ihr mich verarschen? Ah! Alles weist auf den Weinkeller hin. Mit Grund. Da liegt was. Long wooden pipe. Ein langes Holzrohr. Oder Platte oder Brett. Whatever. Okay. Morgens Residence. Da sind wir. Haha. Wir haben es geschafft. Guten Tag. Der Gouverneur braucht deine Hilfe. Wer sind wir? Wir sind sein Bote. Gut, aha. Wir müssen Curaçao angreifen. Er glaubt, das ist nicht möglich momentan. Wir sind nicht genug, stark genug. Wir sollen das Modifort sagen. Er verlässt sich auf euch. Er glaubt, er hat klar gemacht, dass er so eine Operation gerade nicht machen kann. Aber wenn wir etwas später etwas finden, oder wir können ihn später in seinem Haus in Jamaika finden, dann möglicherweise, ist er eventuell in einer Position, Business mit uns zu besprechen. Etwas für einen richtigen Cousin, aber für jetzt das Beste. Okay, wir erinnern uns an seine Worte. All der Weg für die Scheiße. Danke, Henry. Danke. Können wir jetzt... Wow, er hat halt echt die Vordertür verschlossen. Was für ein Typ, ey. Okay. Gut. Ich würde auch mal sagen... Oh, 32 Minuten, fucking hell. Okay, mit dem gecutteten Shit sollte das hoffentlich nicht so lang sein. Dann machen wir uns jetzt ganz schnell auf nach Trinidad und Tobago. Bis gleich. Ja, wir werden angegriffen von zwei Holländern, aber es kann mir noch niemand sagen. Ich meine, guckt euch diese lächerlichen kleinen Minischiffe an. Ja, ich werde den Kampf mal eben skippen, ne? Und wir sehen uns gleich, weil ich hätte gern wenigstens die Quest noch in der Folge hier erledigt.
So, angekommen in Trinidad und Tobago. Tomato, Tomato, Potato, Potato. So, unser Name ist John Strong. Aber warte mal. Sollen wir mit dem Dude überhaupt sprechen? Henry Moms Proposal. Okay. John Morris. Du bist nicht John Morris. So, wo finde ich John Morris? Hier? I'm just a simple worker. I don't know anything. Ja, okay, aber wo finde ich John Morris jetzt? Hä? Und John Morris on the Island of Trinidad. Bin ich nicht auf Trinidad? Trinidad und Tobago. Bin ich auf Tobago oder Trinidad? Aber Port of Spain sollte doch schon passen. Ach, bis gleich, Leute. Ja, liebe Leute, ich habe jetzt mich hier 15 Minuten abgesucht. Ich bin sogar an die andere Seite der Insel gefahren, um zu gucken, ob der da nicht an dem Strand rumsteht oder so. Also, ja, müssen wir leider in der nächsten Folge weitermachen. Ich hoffe, dann finde ich raus, wo der Typ ist. Ansonsten könnt ihr mir es vielleicht auch in die Kommentare schreiben. Ja, im Internet habe ich jedenfalls leider nichts gefunden. Genau, aber wir kommen schon irgendwie weiter. Ansonsten muss ich halt irgendwie auf Screen suchen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein Like da, lasst gerne ein Abo da und bis dann. Ciao.